Ich als Künstler sehe gar nicht so Bedeutung in meiner Arbeit. Ich beginne eine Situation, aber diese Situation eigentlich verselbstständigt sich. Das heißt, ich kann natürlich das ein bisschen planen, wie das Gras wächst, aber ob es dann wächst, kann ich nicht mehr kontrollieren. Das heißt, meine Arbeiten sind fast außer Kontrolle. Also ich als Künstler bin eigentlich sekundär. Das ist Martin Roth. Er ist Künstler und lebt normalerweise in New York. Ein ganz besonderes Projekt hat ihn zurückgebracht in seine alte Heimat, die Steiermark. In Schloss Karlsdorf bei Ilz lässt er Gras über eine ganz bestimmte Sache wachsen. Die Idee dahinter ist, dass bei persischen Teppichen oft Gärten als Repräsentation auf Teppichen zu sehen sind. Dass ein Teppich eigentlich ein Garten ist, den man in der Wohnung bewegen kann. Und irgendwie war die Idee wieder, als Künstler dem Leben einzuhauchen, irgendwie das wieder zu animieren und eigentlich wieder den Garten auf dem Teppich zu machen. Second Nature nennt Martin Roth seine Installation. Und die kann neben den lebenden Teppichen mit einer zweiten Attraktion aufwarten. In der Hauptgalerie habe ich einen Bereich der Galerie überflutet. Ich spiele ein bisschen mit dem Besucher, wie der Besucher sich entscheidet, in die Ausstellung zu gehen. Das heißt, der Besucher muss fast eine Performance abliefern, um erst einmal in die Ausstellung zu kommen, um zu sehen, was dort passiert. Das heißt, er muss über Steine, über Wasser gehen. Es geht jetzt nicht um einen Umweltgedanken oder um anderes. Es geht mir wirklich eher darum, dass die Kunst nicht im Objekt ist, nicht in der Installation ist, sondern dass die Kunst im besten Fall die Realität des Besuchers ein bisschen verändert und dass der Besucher zum Beispiel einen Teppich ab heute anders sieht. Gerade hier beim Herrn Roth, beim Martin Roth, ist es die Aufgabe, einen noch nicht bekannten Künstler zu zeigen und vielleicht in 15, 20 Jahren stolz zu sein, dass man diese Position als erster in Österreich und in Graz gezeigt hat. Bis zum 23. Juni kann man in der Galerie Rheinisch Contemporary am Grazer Hauptplatz und im Schloss Karlsdorf dieses Wechselspiel von Natur und Kultur bestaunen. Für mich ist sehr wichtig, dass meine Arbeit lebt, dass es sich ständig verändert. Leben verändert sich natürlich dauernd und deshalb ist es mein Medium. Es ist nicht die Malerei, es ist nicht Bildhauerei, es ist eigentlich die Natur.